Willkommen back auf Dustin Shisha. Heute geht es um Coolwood von Adalia. Coolwood ist Zimt, Minze, bzw. Zimt-Kaugummi. Jeder, der die roten Kaugummis kennt, die 90 Cent an jedem Kiosk was kosten, diese roten Fire Red oder wie die auch heißen. Das so riechen die. Kommen wir direkt mal zum Geruchtest. Heute kommt leider kein Schnitt. Also kein, ich zeige euch, kann euch leider nicht ein Schnitt sein. Das war der letzte Kopf. Ich habe nicht mitgedacht. Ich bin 1:1 wie diese Kaugummis. Aber da müsst ihr mal auf mich jetzt vertrauen. Schnitt ist gut zum Bauen. Ich habe den bis jetzt nur im Steinkopf gebaut. Ich hatte nie Probleme. Der läuft gut im Steinkopf. Hält auch Hitze aus. Kommen wir direkt mal zum Geschmackstest. Ja. Auch gut, schmeckt gut, man hat so eine Kühle im Hals, das kommt durch Minze, Kaugummi, ich habe jetzt nicht nochmal richtig nachgeguckt, aber auf jeden Fall schmeckt der Zabak genauso wie diese roten Kaugummis. Schmeckt gut, jetzt wird da oben, da oder da, ich weiß nicht welche Seite, kurz Werbung eingeblendet. Weil ich möchte kurz Werbung für ein Produkt machen, weil ich mir selber gekauft habe. Ich habe das Produkt nicht gestellt bekommen. Krieg auch nichts dafür, dass ich jetzt für die hier Werbung mache. Ich möchte euch das Produkt von Pose Shisha vorstellen. Das sind leuchtende Mundstücke. Das Mundstück oben ist aus Acryl, beziehungsweise auch hier unten. Das ist einfach ein normales Mundstück mit so einem Plastikgriff, wo hier vorne so ein Knopf ist. Kommt relativ gut beim Rauchen. Sieht auch relativ nice aus. Jetzt vielleicht nicht, weil es gerade etwas heller ist, aber wenn es so Richtung Abend geht, vor allem jetzt im Winter, wenn es so früh dunkel wird, hat das schon wie ebenfalls mal was, wenn man so in einem bisschen gedämmteren Raum mit LEDs sitzt. Ist auf jeden Fall ein Hitgucker, wenn man zu Freunden geht oder so, weil das ist, das hat hier unten, ich möchte das erst wieder abbekommen. Ganz normal für Silikonschläuche im Lieferumfang ist einmal der Tacon hier. Und einmal das Mundstück und eine Batterie direkt. Finde ich gut, dass sie eine Batterie reintun. Das Mundstück zeige ich euch auch nochmal kurz. Ja, hier oben geht's auf. Das Mundstück ist hier in so einer Folie, da ist auch direkt die Batterie drin. Was auch noch drin ist, ist so eine Anleitung. Mit der Batterie, mit einer Batterie soll es ungefähr. Die Leuchtdauer beträgt dann ungefähr mit eigentlich kommt eine Knopfbatterie rein, ungefähr 120 Stunden. Ich weiß es nicht, ob die hier beilad 100%ig voll war, werde ich dann sehen irgendwann. Dann müsst ihr, ich zeige euch mal kurz, wie ihr das macht. Ah, jetzt habe ich es angemacht, auch versehen. So, zieht ihr hier den Dumidin runter, tut da die Batterie rein, ganz einfach, zieht das hier wieder rüber. Mein Fehler war am Anfang, ich habe das nicht komplett rübergezogen. Ich habe mich gewundert, warum geht das nach oben. Wieder einmal komplett runter, bis ich so ein kleines Klinken hört. Dann leuchtet das auch. Hier ist so ein Knopf. Ich hoffe, man sieht den jetzt. Da ist so ein Knopf. Da ist deren Logo eingeprägt. Die kommen, das ist komplett made in Germany. Und ja, ich möchte es einfach nur nochmal wiederholen, bevor mir Leute irgendwas unterstellen wollen. Das kriegt ihr für keinen Cent. Ich habe mir das Produkt selber zugelegt. Der erste Link in der Videobeschreibung ist deren Instagram-Seite. Hier haben die Farben grün, blau, rot, lila, orange. Ich möchte hier noch kurz sagen, dass hier oben ist Acryl beim ersten Mal, vielleicht auch beim zweiten Mal rauchen, kommt drauf an. Könnte es ein bisschen nach Acryl schmecken. Ich fand es am Anfang etwas komisch, weil ich dachte, ne? Nicht weil ich dachte, aber das ist jetzt mein vierter Topf oder so, was ich mit dem Mundstück schon geraucht habe. Ich schmecke gar nichts mehr von dem Acryl. Lass mal ein bisschen Licht an. Komm, ziehe ich noch ein, zweimal. Der zweite Link in der Videobeschreibung ist ein Shisha-Laden, der die Mundstücke noch hat, nicht mehr alle Farben. Der ist in Köln, Köln-Buchforst. Das ist der zweite Link.
Die könnt ihr mal dann anschreiben, wenn ihr aus Neukölln kommt. Die haben die bis Weihnachten, also jetzt noch 4 Tage, für 20 Euro im Angebot. Normal, sonst kosten die 24,90, jetzt kosten die 19,90. So. Ja, ich finde das eine relativ gute Idee. Hier unten sehe ich auch erst jetzt zum ersten Mal in dem auf den Handgriff hier ungefähr, sage ich mal, ist auch nochmal das Logo. Das Logo gefällt mir auch relativ, ist nicht zu groß, passt da drauf. Ja, man schmeckt wirklich gut. Man sieht ja, der raucht gut. Raucht richtig gut. Mein Setup ist, ich rauche mit No Name Steinkopf, Sieb, 3 km/s Kohlen, einer WD Hooker, Silikonschlauch und jetzt mit diesem Mundstück hier. Das sollte für mich gewesen sein. Wenn du oder ihr eine Pfeife am Laufen, wenn ihr, du oder ihr eine Pfeife am Laufen habt, guten Rauch, man sieht sich.